Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Lost 2. Eine Weile ist es her, ich weiß, ich habe es schleifen lassen, denn ich habe euch das Ende noch gar nicht gezeigt. Denn wir hatten ja noch nach der bösartigen Seniorin einiges offen und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und wann passt es besser, wenn ich gerade mal nicht da bin, euch mit einem passenden Video zu versorgen und die Lost-Geschichte zu Ende zu bringen? Und von da gar nicht lange rumgeredet, starten wir in Lost 2. Wir hatten aufgehört, als es zu Bella Cresta ging. Die Frau, die sich nicht lange drängen lässt und deswegen wir ein bisschen sanfter dieses Mal mit ihr vorgehen sollten. Aber seht selbst. Tag den Kopf darüber zerbrochen hast, zu welchem der beiden Verwandten du gehen sollst, hast du dich für Bella Cresta entschieden. Denn Die ist garstig. Cresta hat etwas von Wolfsmutationen erwähnt und das hat sich stutzig gemacht. Laut Adressierung sollte Bella Cresta hier wohnen. In dem Du weißt Brunnen. nicht, wie alt sie ist, denn im Tagebuch standen keine Jahreszahlen. Ja. Dort vorne steht eine Person. Am besten fragst du mal nach. Es stellt sich heraus, dass diese Person Bella Cresta ist. Sie ist die Tochter von Christoph Cresta, dem Forscher, der damals ins Dinotal gereist ist. Sie sagt, sie kann dir einiges erzählen. Aber vorher bittet sie dich um einen Gefallen. Sie hatte sich eigentlich mit dem Hufschmied aus Moorland, Konrad, verabredet. Doch sie hält es für wichtiger, mit dir zu reden. Denn sie hat sich auch sehr lange den Kopf darüber zerbrochen, was Ja. mit ihrem Vater passiert war. Soll sie ihm einfach auf Sie war zwar schon hufschmidt24.de relativ alt, absagen? als sie sich auf die Forschungstour gemacht hatte, aber sie hatte dabei ihren Vater verloren. Aus Erzählungen hat sie noch einige Dinge mitbekommen. Ja. Solltest du Konrad Bescheid sagen? Oder willst du sie dazu drängen, dass sie gleich mit dir redet? Hey, schick mir einfach einen TikTok, ey. Ja. Für dich ist es gar kein Problem, Bella diesen Gefallen zu Gar tun. kein Problem. Du sagst ihr Bescheid, dass es nach Moorland ein sehr weiter Weg ist und du dich sofort an die Arbeit machst. Du reitest gleich los, um Konrad Bescheid zu sagen. Denn dass sie lieber mit dir redet, statt mit ihm, ist eine Das wirklich kann nichts gute Ernstes Taktik. sein mit den beiden. Also, du machst dich sofort auf den Weg. So schnell du kannst, reitest du Richtung Moorland. Warum reite ich denn noch nicht los? Ja, Das jetzt. könnte wirklich eine Weile dauern, bis du dort angekommen bist. Du musst quasi bis ans andere Ende von Jorvik reiten. Quasi. Aber um das Mysterium zu lüften, kann man auch mal sowas machen. Irgendwo hier sollte jetzt Konrad sein. Im Er Gebüsch. wohnt an der Schmiede, wahrscheinlich ist er noch an der Arbeit. So spät? Ne. Dort hinten siehst du ein Haus und du entscheidest dich sofort, dorthin zu reiten. Es gibt anscheinend keine andere Schmiede als diese hier und wahrscheinlich wirst du Konrad dort finden. Diese Monopole, Es war richtig. Konrad ist dort und er arbeitet noch hart. Du erzählst Konrad von Bella und rechtest ihm aus, dass sie keine Zeit mehr für ihn hat. der Arme. Doch was du dann hörst, hättest du nicht erwartet. Konrad erzählt dir, dass er überhaupt keine Bella Cresta kennt, dass sie noch nie etwas von ihr gehört hat. Und dann fragt er dich, ob du ihn verarscht. Plötzlich wird dir klar, dass dich Bella Cresta vermutlich reingelegt hat. Wie Sie kann sie wollte dir nichts nur? davon erzählen. Du solltest zurückgehen. Ist sie noch dort? Und sie Sie hat verprügeln. dich extra zu Konrad geschickt. Wahrscheinlich, damit sie Zeit hat, um abzuhauen. Am Nein. besten gehst du so schnell wie möglich zurück. Ja, wir klauen ihr ihren Nach einem Krückstock. unendlich langen Weg bist du wieder in Jarlaheim angekommen. Doch wie du vermutet hast, ist Bella Cresta schon weg. Keiner ist mehr zu sehen. Sie hat dich wirklich reingelegt und dich mit Absicht zu Konrad geschickt. Diese Gemeine. Du kannst es kaum fassen, dass du von einer alten Dame so verarscht wurdest. Aber eins weißt du nun sicher. Bella wusste mehr, als sie preisgeben wollte. Auf Und jeden dir ist Fall. auch klar,
dass sie etwas zu verbergen hatte. Sie weiß vermutlich mehr über das Dinotal, als du am Anfang gedacht hast. Bella wirst du auf gar keinen Fall mehr einholen. Nicht? Also musst du dir irgendeinen anderen Weg überlegen. Es muss doch noch einen anderen Weg für dich geben, um das Geheimnis des verborgenen Tals des Dinosauriers herauszufinden. Ich hatte doch recht, sie zu verarschen am Anfang. Was das sein kann, darüber musst du erst noch nachdenken. Aber es muss einen anderen Weg geben. Da bist du dir ganz sicher. Am besten ist, wenn du dich erstmal ausschläfst. Das sollte ich tun. Und bald, wenn du dir etwas mehr Gedanken gemacht hast, wirst du eine andere Möglichkeit finden, um das ist sicher. Über das Tal herauszufinden. Oh. Das war das Ende? Wir hätten nur noch diese eine Entscheidung machen müssen? Oh. Dum, dum, dum. Okay. Das war also Lost 2. Ich war also doch richtig, dass wir der bösen Oma den Gefallen nicht getan hätten. Meine Entscheidung war doch die richtige. Warum bin ich beim letzten Mal nicht weitergekommen damit? Egal. Ihr habt ja schon gesagt, dass ihr vielleicht doch mal ganz gerne sowas von mir sehen wollt. Vielleicht mache ich da ja was. Oder ich plane schon etwas mit dem Namen Das Stallmädchen. Mehr verrate ich aber noch nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr solche Sachen sehen wollt. Vielleicht auch mal von jemandem anders, dass ich da mal ein bisschen gucke. Schlagt mir doch mal Vorschläge. Nein, schreibt mir Vorschläge in die Kommentare. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.